The leaf reminds me of a twilight avenue. A mind crowded with thoughts, released on the gentle breath that scattered from my shoulders the rays of the setting sun. Dein musikalischer Werdegang, der ist, finde ich, was Besonderes. Du bist nicht von Anfang an sozusagen Jazzsängerin gewesen, sondern da ist doch einiges davor passiert. Erzähl mal. Also meine Eltern haben damals mir Klavierunterricht bezahlt, insofern. Und ich habe dann mit der Oboe angefangen und gleichzeitig eigentlich auch in einer Jazzband angefangen zu singen. Und es lief immer Klassik und Jazz bei uns zu Hause. Ich habe aber nie daran gedacht, jetzt Gesangsunterricht zu nehmen, weil einfach die Oboe und das Klavier so im Fokus waren. Und dann war ich Jungstudentin mit der Oboe in Köln bei Christian Wetzel und sollte mich dann nach dem Abitur so ein bisschen entscheiden, ja, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich irgendwie komplett umentschieden und wollte unbedingt Gesang studieren, also Jazzgesang. Bist du eine Wandererin zwischen den Welten gewesen oder? Mittlerweile wieder, weil ich wieder viel Oboe spiele. Aber eine Zeit lang war wirklich Pause. Also habe nicht besonders viel Klassik dann mehr gemacht. Ich denke, mit der Oboe habe ich einfach festgestellt, dass ich mich nicht in diesem klassischen Orchesterrahmen so gut so sehen konnte. Und das hat sich in dem Moment dann nicht so angefühlt, als hätte ich die Kraft, auch so ein Studium durchzuziehen. Mit einem Instrument, was ich vom Klang her wunderschön finde, aber vielleicht nicht diese Power habe, das wirklich, das ist einfach ein hartes Business. Und so habe ich mich dem Gesang irgendwie ein bisschen näher gefühlt. Das war irgendwie mit mir mehr verbunden. Was bedeutet es dir, Musikerin zu sein? Wow, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß. Deshalb stelle ich. Musikerin zu sein bedeutet für mich, genau das zu tun, was wirklich mich ausmacht. Und das ist eine ganz merkwürdige Formulierung vielleicht, aber das ist genau das, was ich machen möchte als Beruf. Und das dann ausüben zu können und damit Geld zu verdienen und damit ja irgendwie auch glücklich zu sein, weil man wirklich was macht, worauf man Lust hat. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja. Also insofern ist das gar nicht so von so einem Beruf oder irgendwie so, sondern eigentlich ich.